Ich habe gleich bei meiner ersten Probe mit der Staatsphilharmonie ganz stark das Gefühl gehabt, hier möchte ich sein, mit diesen Menschen möchte ich musizieren. Musik ist einfach mein Ausdrucksmittel, mit dem ich mein Innerstes nach außen kehren kann. Ich möchte Emotionen weitergeben, Liebe, Schmerzen, Freude, einfach das, was die Musik darstellt. Letztendlich ist es jedes Mal in jedem Ton und jedem Takt eine Herausforderung, dass das perfekt läuft. Ich bin mir sicher, jeder, der so einen Moment einmal erlebt hat, in einer Opernvorstellung oder in einem Konzert zu sitzen und auch diese physikalische Kraft zu spüren, diese Vibrationen, der wird immer wieder diesen Moment suchen. Das Besondere an den Konzertformaten und auch an dem Programm ist, dass es so vielfältig ist. Es ist für jeden was dabei, jede Generation, für jeden Geldbeutel, für jede Uhrzeit sogar. Wir haben die Oper, wir haben Expeditionskonzerte, wir haben Sinfoniekonzerte, wir haben Kinder-Jugendkonzerte und das große Ballett. Das Magische ist ja, dass im Moment des Musizierens jeder von uns komplett im Jetzt sein muss. In den letzten Minuten vor einem Konzert ist man sehr fokussiert. Es gibt einfach kein Zurück mehr. Das ist ungefähr vergleichbar vielleicht, wenn man aufs 10-Meter-Brett steigt. Leute sind bereit, uns zu hören. Man möchte gerne zum Publikum. Und ich sehe das zwar nicht, weil die Scheinwerfer zu hell sind, aber ich weiß, sie sind da, weil ich höre sie. Wenn ich mich dann zum Orchester wende und wir gemeinsam einatmen, das ist der Moment, nachdem ich richtig süchtig bin. Die Freude darauf, dass es gleich endlich losgeht. Wenn man da nach vorne schaut und da ist ein Gesicht da, das lächelt und Feuer in den Augen hat, da kann man nur mitspielen. Ja, das ist schön. Du hast ja quasi nur die eine Chance. Und wenn die gut geht und die dir quittiert wird mit einem rauschenden Applaus, das ist pures Glück. Klassik Open Air ist das größte europäische Freiluftkonzert, was es derzeit gibt. Es kostet nichts und alle kommen friedlich und hören gemeinsam zu. Man schaut da auf ein Meer von Menschen, wenn da so die Sonne untergeht und Leute anfangen, ihre Wunderkerze auszupacken. Das ist etwas wirklich ganz was Besonderes. Eine Welt ohne Musik gibt's für mich nicht. Wie sollte das klingen?